Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sonic Panther. Ich begrüße euch recht herzlich. Ich war in Düsseldorf beim Webvideopreis und habe da den ein oder anderen YouTuber interviewt. Und in diesem Video seht ihr, wie ich den Clemens Alive und den Behind zu dem Thema Fernsehen in Bezug auf YouTube interviewt habe. Viel Spaß dabei! So, der Herr Mr. Dr. Professor Behind. Ja, ich bin tatsächlich mittlerweile zum Professor promoviert. Hallo, schön dich zu sehen. Ja, du heute hier und zum Glück nicht im Anzug. Nee, ich wollte mal, also ich wollte generell, wusste ich auch nicht, warum alle sich so krass rausputzen. So im Grunde geht es ja bei YouTube um Spaß und um, man macht mal eben was, was aus der Seele kommt und so kleide ich mich dann halt auch. Ich bin letztes Jahr tatsächlich im Anzug gekommen und fand das ganz furchtbar, wie ich da rumgelaufen bin. Deswegen habe ich gesagt, nee, dieses Jahr gehst du casual. Also letztes Jahr hatte ich ein total buntes Hemd an irgendwie und heute bin ich mal, sagen wir mal, ein bisschen angepasster. Ja, genau. Ja, genau. Da hast du vollkommen recht. Also mich erschreckt gerade, ich habe mit dem Krieger gerade auch so ein bisschen über die Entwicklung von YouTube gesprochen. Und wenn ich mich hier so umschaue, da komme ich mir so vor, als hätte ich irgendwie so eine Riesenfirma und wir hätten gerade Business-Treffen. Es ist halt wie, also es ist Fashion Week, Oscar-Verleihung in einem. Ich glaube, das sehen die Betreiber vom Webvideopreis auch sehr gerne. Ich will es ihnen ja auch nicht verübeln. Sie haben dann, ich meine, sie planen das und haben da auch Spaß dran. Das ist für sie ihr Ding und natürlich strebt da jeder nach dem großen, glorreichen Ding, aber es ist, ist halt so ein bisschen diese Glorifizierung des YouTubers als Star, das wird hier halt noch mehr gefördert. Und ein bisschen das so wie bei den Videodays, wo die Leute auf so einer Bühne stehen und die Kids schreien sie an und so. Ich weiß nicht, ob dieses Bild das Richtige ist. Also es ist ja eigentlich eine Veranstaltung, wo kreative Köpfe und visionäre Augen gefördert werden sollen. Leute, die geile Bilder die vor die Kamera bannen und das förderst du ja nicht, indem du so ein Theater hier abfeuerst. Aber ich meine, so hast du es immer überall bei den Oscars und so ist es ja auch. Ich will es ja gar nicht beklagen, aber ich finde es schon, also für mich ist es eher befremdlich. Aber ich glaube, es ist gar nicht mehr zu trennen voneinander. Ich meine, wenn man natürlich Reichweite hat, ne, und wenn man Fans hat, die einen echt mögen, lieben, weiß das ich nicht alles, oder Kinder von dir wollen und so, denn bleibt es nicht aus. Was ist denn mit Wartime Dignity? Die Nominierung habe ich jetzt gar nicht gehört im Vorfeld. Wir sind gar nicht nominiert. Aber warum? Das ist ja Unsinn. Weil ich mich nicht beworben habe. Um eine Nominierung. Qualität muss sich ja durchsetzen. Das ist ja Quatsch, dass das dann noch keine andere eingereicht hat. Da muss Schiebung im Spiel sein, sage ich dir. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ist denn ein Video von dir nominiert? Ich bin mit Fabian Siegesmund zusammen nominiert für Sie keinen. Das war so ein April-Scherz, den wir uns erlaubt hatten. Und offensichtlich fanden den sehr viele sehr lustig. Ja. Jetzt schiebe ich das Ding wieder zurück. Also wurde doch Qualität nominiert? Also ich will ja auch gar nicht sagen, dass die Sachen, die nominiert sind, dass sie nicht qualitativ hochwertig sind. Ich finde, was ich ja eigentlich sagte, war, dass das Theater drumherum dann eigentlich gar nicht nötig sein sollte. Nee, das war eigentlich so mehr so jetzt als Kompliment gedacht für eure... Dankeschön, natürlich. Ja, also es freut mich, dass ihr das sagt. Ja. Ich habe es nämlich auch geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Erwartest du irgendwas, so einen Knalleffekt wie letztes Jahr mit Hose runter und so? Also ich glaube, es wird, ich kann es gar nicht sagen, die werden dieses Jahr, ist es natürlich noch mehr durchgeplant. Ich habe vorher schon im Netz die Bilder von der Bühne gesehen, was ja auch sehr pompös ist. Mein ehemaliger Star Otto Walkes ist auf der Bühne. Zuletzt fand ich den, glaube ich, 1992 lustig. Ich bin mal gespannt, was da an Humor jetzt transportiert wird. Otto, falls du das siehst, ich mochte dich vorher total gerne, aber heute ist das irgendwie nichts mehr. Also der ist irgendwann stehen geblieben mit dem Humor. Deswegen, ich versuche dann einfach so viel Spaß wie möglich zu haben und gucke mal, wie wir uns in unserer Kategorie schlagen und dann werde ich mich natürlich betrinken, heillos. Ich werde auf jeden Fall klatschen, wenn ihr gewinnt. Dankeschön und ich wünsche euch hier dir viel Spaß auch noch und auf diesem Kanal euch viel Spaß. Tschüss. Danke dir. Schaut mal, wen ich hier gefunden habe und zwar den Clemens Alive. So sieht's aus. Den habe ich nämlich auch schon mal angeschrieben. Ich habe nämlich seinen Kanal gefunden. Er macht so Comedy, Vlog und so weiter. Ich will jetzt nicht beleidigen, aber so ähnlich wie Floyd. The Floyd, oder? Nur so ähnlich, sagen wir nee, so ein ganz klein bisschen. Nee, okay, warum mit nicht? Mit viel weniger Infos. Ah. Sondern es ist mehr so absolut Comedy. Es ist einfach nur, ich habe einfach nur meinen Spaß vor der Kamera und hoffe, dass es andere Leute auch so sehen. Und scheinbar ist das so. Wie viele Abonnenten hast du jetzt? Keine Ahnung. Ich habe nicht, also wann habe ich denn? Das letzte Mal... Du bist auf über 200.000? Ja, so 340.000 ungefähr. 340.000. Ah, da ist schon ein bisschen was dazugekommen in letzter Zeit. Ja, soll ja auch. Aber auch so schick angezogen? Ja, nicht warm? Doch. Ist das nicht übertrieben so, die Szene so, wenn man sich so umschaut irgendwie so?
Naja, die Bitte war, dass man sehr schick kommen soll, also dachte ich, komme ich halt sehr schick, auch wenn ich es eigentlich nicht, ist gar nicht so meins, aber dachte ich halt, na gut, einmal im Jahr. Ich habe eben gerade mit Behind gesprochen und er hat auch davon geredet, irgendwie, dass sich das so ein bisschen verfremdet, dass es irgendwie nicht so diesen YouTube-Flair hat, sondern dass es so eher so weiß ich, eine Oscar-Verleihung sein könnte. Ja, wobei man dafür dann auch... wird. Gehört dazu. Wobei man dann dafür aber auch sagen muss, dafür sind es dann... Ich weiß gar nicht, ob bei den Oscars wirklich so viele Leute kommen. Also ich meine jetzt halt so wirklich so als zentrale Personen kommen. Ja. Da kommen ja halt eigentlich nur die Nominierten und der Rest ist halt da, glaube ich. Weiß ich nicht, habe ich noch nie geguckt, aber... Ich war auch noch nie. Ja, also keine Ahnung. Also ja, ich finde es jetzt nicht schlecht. Das ist einmal im Jahr, das kann man schon mal machen. Also sie ist ja auch toll, man sieht die ganzen Leute mal wieder. Man erkennt sie fast nicht mehr, weil sie alle auf einmal so schick sind, aber... Warst du letztes Jahr auch hier? Ja, ja. Aber letztes Jahr war es ja nicht hier, sondern da war es ja im, genau. Ja, richtig. Da ist ja was auf der Bühne passiert. Erwartest du heute auch ein Highlight auf der Bühne? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, heute braucht man dafür noch mal ein bisschen mehr Eier, weil halt mehr als doppelt so viele Leute da sind auf einmal. Letztes Jahr waren ja, glaube ich, 500 Leute Fassungsvermögen. Hier hat es, glaube ich, keine Ahnung, 2000, 3000? Ja, da waren wir so ein bisschen unter uns und jetzt wird es dann doch schon spannender bei so einer Geschichte. Ja, heute ist Livestream. Also erstmal deutlich mehr Leute auch vor Ort. Livestream, Fernsehen, live übertragen oder ich weiß gar nicht, ob es live ist, aber ist ja auch Wurst. Also da braucht man schon ein bisschen mehr Pep. Na gut, ich wünsche dir noch viel Spaß heute. Danke dir. Ciao.